Vor über einem Jahr habe ich ein Video über Ash Prime gemacht. Dies war meine Meinung über ihn. Ash ist kein schlechter Warframe. Allerdings gehört er für mich zu den Warframes, die aufhören könnten zu existieren und ich würde es nicht bemerken. Ich finde einfach keine Verwendung für ihn. Jetzt wurde er verändert, was die Frage aufwirft, ob er jetzt besser dran ist als vorher oder ob DE ihn endgültig zu Grabe getragen hat. Nee, jetzt mehr ernsthaft. DE hätte Ash nicht langweiliger machen können als vorher, wenn sie es versucht hätten. Ganz kurz, das hat sich verändert. Shuriken sind genauso wie vorher. Schade, aber nicht weiter schlimm. Rauchbombe kann jetzt in der Luft gecastet werden und stehen bleiben müsst ihr auch nicht mehr. Klingt nicht nach viel, fühlt sich aber wesentlich flüssiger an. Teleport kann euch jetzt auch zu Objekten teleportieren. Im Prinzip alles, was eine Gesundheitsanzeige hat. Klingensturm versetzt euch zunächst in einen Spezialmodus, der es euch erlaubt, Feinde zu markieren, indem ihr sie anvisiert. Jeder Feind kann bis zu 3-mal markiert werden und jede Markierung kostet ohne Mods 15 Energie. Wenn ihr unsichtbar seid, egal ob durch Rauchbombe oder eine andere Quelle, sinken diese Kosten auf 10 Energie. Werden markierte Feinde durch andere Quellen getötet, erhaltet ihr die Energie zurück. Sobald ihr die Taste erneut drückt, werden alle markierten Feinde wie gewohnt angegriffen. Leichen werden dabei aufgelöst und können so nicht von Feinden entdeckt werden. Die letzte Fähigkeit war natürlich die einzige, die irgendwen interessiert hat, denn bisher war das die einzige, um die gemoddet wurde. Rauchbombe hatte dadurch so eine geringe Dauer, dass sie praktisch schon abgeklungen war, wenn die Animation endete. Teleport war mit seinem Augment sehr stark, aber bei weitem nicht so einfach wie einmal 4 drücken und einen gesamten Raum automatisiert abschlachten, einschließlich Gegner, von denen man gar nicht wusste, dass sie da waren. Diese Leute schrien natürlich sofort, mein Klingensturm! Und Ash ist tot, lang lebe Ash, als diese Änderungen im Deathstream besprochen wurden. So war es auch mit Saren und Meg. Mein Miasma, meine Schildpolarisierung! Nach etwas Spielzeit mit Ash kann ich eins sagen. Objektiv gesehen ist er vielleicht jetzt schlechter, je nachdem, was eurer Meinung nach einen guten Warframe ausmacht. Aber dafür macht es jetzt Spaß, ihn zu spielen. Mein Bild besteht aus wichtige Stärke, Verstärken, Stromlinie, Vitalität, Kontinuität, Ausdehnung, Fluss und engstirnig, was sich ironischerweise über die oben beschriebenen Spieler sagen lässt. Eure Rauchbombe hält damit 18 Sekunden, was etwa meinem Max-Range Loki entspricht. Mit Teleport könnt ihr Prioritätsziele ausschalten, während ihr Klingensturm aktiv lasst und so lange normal spielt, bis ihr in Schwierigkeiten geratet oder eine große Gegnermenge seht. Dadurch könnt ihr Klingensturm sowohl offensiv als auch als Panikknopf benutzen. Klingt nicht schlecht, oder? Muss man deswegen gleich flennen und DE bitten, keine Warframes mehr zu verändern? Wie wäre es, wenn man bei einem angekündigten Rework, der noch nicht mal finalisiert ist, nicht gleich einen Wutanfall kriegt wie ein kleines Kind? Wie wäre es, wenn man nicht versucht, seine alte Spielweise, die daraus bestand, auf einen Knopf zu drücken, krampfhaft auf den Rework zu übertragen, um festzustellen, dass das nicht geht und auch gar nicht vorgesehen ist, sondern sich anpasst und sich dann überlegt, spiele ich lieber einen Warframe, dessen einzige brauchbare Fähigkeit im Prinzip eine sehr langweilige Cinematic-Quest ist, oder einen, bei dem mindestens 3 von 4 Fähigkeiten je nach Situation brauchbar ist? Ich nehme jederzeit Letzteres. Leider sehe ich von dem Moment an, in dem die Entwickler im Deathstream über solche Änderungen sprechen, Proteste im Chat. Das ist übrigens nur ein Grund, wieso ich Chats in Livestream von vielen Zuschauern für Krebs halte. Ich sage nicht, dass dieser Rework das Beste ist, was DE je fabriziert hat, und ich hoffe, dass DE Ash noch etwas im Auge behält, aber von mir aus kann er so bleiben, wie er jetzt ist. Er ist auf jeden Fall besser dran, als er es je zuvor war. Und jetzt macht er nicht für den Rest seines Teams durch seine bloße Präsenz arbeitslos.